Hallo, mein Name ist Marius Ebert und ich bin dabei, Prüfungsstoff aufzubereiten in Frage- und Antwortform. Diesmal eine Frage aus dem Bereich Ökologiemanagement. Es wird gefragt nach der ABC-Analyse im Ökologiemanagement. Man soll zeigen, wie man die ABC-Analyse im Ökologiemanagement verwenden kann. Nun, zunächst einmal. ABC-Analyse ist eine Klasseneinteilung. Und das ist auch im Ökologiemanagement so. Das heißt, im Ökologiemanagement wäre es sinnvoll, die Klasseneinteilung folgendermaßen zu nennen: A wäre zum Beispiel höchst umweltbelastend. Höchst umweltbelastend. Und deswegen Klasse A. B mittlere Belastung und C geringe Belastung. Das ist aber nur ein Beispiel, denn diese Bezeichnungen hier in dieser Zeile sind frei wählbar. Denn die ABC-Analyse ist ja nur eine Klasseneinteilung und die Einteilung hier ist frei bestimmbar. Aber das ist eine sinnvolle Sache. So würde man Produkte entsprechend in diese drei Klassen einteilen und entsprechend die Maßnahmen dosieren. Denn für A höchst umweltbelastende Produkte oder Rohstoffe oder Hilfsstoffe oder Betriebsstoffe, ganz egal, wären natürlich sehr viel mehr Maßnahmen zu tätigen als für Produkte in Klasse B oder gar C. Okay, das war's für diesmal. Weitere Lernhilfen finden Sie, wenn Sie unter dem Video klicken, auf www.spaßlerndenk-shop.de. Tun Sie es unbedingt. Ich bekomme fast täglich Mails, hätte ich sie doch schon früher entdeckt. Alles Gute, Marius Ebert.